haben wir heute mal uns Sternen findet. Bob nahm eine Schablone und legte sie darüber. Tatsächlich, da kann man die Zahl 8 erkennen. Der Professor strahlte. Richtig. Und diese 8 ist nicht irgendeine Zahl. Sie hat in vielerlei Hinsicht eine große Bedeutung. Legt man sie zum Beispiel auf die Seite, sieht man das mathematische Symbol für die Unendlichkeit. So wie die Unendlichkeit des Universums. In der Astrologie steht die 8 für die Schicksalszahl. Im Christentum für den Neubeginn. Und 8 Planeten kreisen in unserem Sonnensystem. Die 8 bleibt immer eine 8. Spiegelverkehrt und von jeder Seite aus gesehen. Wenn das alles keine eindeutigen Zeichen sind, Justus knetete seine Unterlippe. Für mich bleibt das zunächst einmal eine 8, sagt er leise. Bernhard Trevino schaltete jetzt das Licht in der großen Halle aus und ein Projektor lief an der nachtschwarzen Hallendecke den Sternenhimmel hell erstrahlen. Jungs, nun seht euch die Schlüssel unseres Universums an. Dort draußen, in den Sternbildern, finden wir Antworten auf unsere Fragen. Was das genau ein Sternenhimmel ist, das sehen wir sofort. Und hier ist der Sternenhimmel. Ja, ihr müsst diese vier Sachen suchen. Ja, findest du alle Sternbilder auf dem Weg? Einen davon ist nicht zu sehen. Und welches? 1, 2, 3, 4 oder 5. Aber der Schütze fehlt und das ist der kleine, kleine Panda. Nee, Waschbär, sorry. Der auf dem Dach. Ja, ich hab mich nicht auch gewundert, was das sein soll. Okay, heute enthält so eine besonderen Sticker ein Opfer. Fläche ist abgeschlossen, wie bei einem Buffelot und kann üblich geheime Nachrichten oder auf selbsthergestellte buckellose Gegner. Der Empfänger sollte dann aber auch Bescheid wissen, dass durch das Abschlachten zum Beispiel mit einer Münze die Nachricht sichtbar gemacht werden kann. Sehr, sehr schlau, muss ich sagen. Dieses Teil hier, ich hab mich auch erstmal super gewundert, aber da dann einfach bis morgen, tschüss, tschüss.